Hey, also hier wäre der zweite Beispielsatz zum Thema konzessive Partikel. Do, domo, to, tomo. Hier haben wir schon wieder ein Domo. Habe ich ja schon angekündigt im ersten Video zu dem Thema. Ich habe mir gedacht, ich mache das diesmal ein bisschen gründlicher. Wir haben, die Folge ist groß, einen Prosasatz, nämlich einen Satz aus dem Kagero-Niki, ein Hofdamen-Tagebuch aus der Heianzeit. Genau, wenn ich sage, wir machen das gründlich, habe ich mir überlegt, dass wir nochmal ein bisschen Wiederholung machen, auch was die Wortarten und so weiter angeht. Und dass wir die auch mal markieren, weil ich immer ein bisschen selektiv bin, so was die Benennung der einzelnen grammatikalischen Phänomene angeht. Darum wollte ich das nochmal alles so insgesamt ganz vollständig hier an diesem Satz gemacht haben, weil er halt sehr schön, sehr einfach und sehr übersichtlich ist, aber auch relativ viel drin vorkommt, was wir schon hatten. Also, wie ich schon sagte, es geht um Partikel, die hießen ja Joshi. Das sollte man sich merken. Joshi, also Hilfswörter. Ich habe jetzt mal entschieden, dass ich die unterstreichen möchte, dass ich die einkreisen möchte. Genau, einkreisen ist nämlich schön. Wir haben hier die Partikel, die Joshi wa, die das Thema des Satzes markiert. Satzthema ist hier der Wind. Und das zweite Joshi, was wir haben, ist dieses Domo. Zur Einleitung konzessiver Nebensätze, um die es ja auch in dieser Lektion und bei diesem Beispielsatz geht. Darüber hinaus haben wir sogar noch eine Partikel, nämlich das Joshi Ba. Jetzt habe ich das I hier so ein bisschen durchgestrichen, ich hoffe, man sieht es trotzdem noch. Genau, Ba ist ja sozusagen unser ständiger Begleiter. Es gibt, wie soll ich das sagen, keinen Satz, wo es kein Ba gibt. Nee, jetzt ist stark übertrieben, aber Ba kommt wirklich super regelmäßig vor. Genau, und wenn wir dann drüber gucken, alles klar, sehen wir, wir haben keine weiteren Partikeln oder Joshi, die wir irgendwie identifizieren oder benennen müssten. Gut. Das nächste, was wir haben, was für uns wichtig ist, wenn wir die Grammatik von Sätzen uns anschauen, wären dann zum Beispiel die Verben, die Doshi. Natürlich haben wir Doshi am Satzende, so wir da keine Satzendungspartikeln haben. Hier haben wir allerdings in der Funktion des Prädikats des Satzes kein Doshi, sondern, wie ich ja auch schon mal gesagt habe, ein Keyoshi, also ein Adjektiv, nämlich Atsushi heißt. Dann schauen wir bei dem Joshi Ba nach. Davor steht Nakare. Das kennen wir auch schon. Ba wird ja entweder an die Misenke oder die Isenke angeschlossen. Hier ist es die Sekundärflexion von Nashi, einem weiteren Keyoshi. Mit dem Zeigevokal, ich nenne das immer so, E. Entsprechend steht das in der Isenke. Genau, das wäre dann unser zweiter prädikatsähnlicher Anteil, um es mal so zu nennen. Und dann haben wir das Joshi Domo. Das ist diesmal ausnahmsweise an ein wirkliches, echtes und reales Doshi, also Verb, angeschlossen. Fuku, wehen oder blasen, nämlich der Wind weht oder bläst. Und ein Yodan-Doshi, also ein vierstufiges Verb. Entsprechend haben wir hier den Zeigevokal E für Ke, weil Domo ja an die Isenke angeschlossen wird. Genau. Ansonsten haben wir dann den üblichen Kram, wenn wir die Themapartikel haben, haben wir das Satzthema. Und das Satzthema ist ein Substantiv bzw. ein Äquivalent. Kann auch irgendein substantiviertes Verb oder ähnliches sein, aber hier ist es ein ganz normales Substantiv. Das sogenannte Meshi. Kokage, der Schatten eines Baumes oder der Schatten von Bäumen, ist auch ein Meshi. So, und dann haben wir noch zwei Bestandteile, die wir bis jetzt noch nicht benannt haben, nämlich Imijiku,
und Ito. Und die beiden sind eigentlich in der Bedeutung recht ähnlich, also es heißt sehr oder besonders, und das hier heißt auch sehr oder stark. Also die sind ja schon recht ähnlich und die kommen auch beide sehr häufig vor. Das sind Adverben. Die beziehen sich also auf die Verben und qualifizieren die Verben weiter. Und Adverben nennt man Fukushi. Genau. Also wir haben hier die Fukushi. Was wir in diesem Satz nicht haben, sind Verbalsuffixe. Der kommt ausnahmsweise mal ganz ohne aus, also keine Do-Do-Si. Helft den Bewegungswörtern. Genau. Ja, jetzt habe ich noch mal kurz eine Fachterminus-Wiederholung gemacht, wie man das Ganze benennt. Dann würde ich sagen, lese ich den Satz einmal vor. Kaze wa imijikushu kedomo, kokage nakareba ito atsushi. Wunderbar, soweit so gut. Also wir haben zwei Nebensätze. Nebensatz steht ja immer vor der entsprechenden Nebensatz einleitenden Partikel. Das heißt also einmal ein Konzessiver und einmal entweder temporal oder kausal. In diesem Fall ist es kausal. Und der Hauptsatz besteht einfach nur aus Ito Atsushi. Also es war sehr heiß oder es war besonders heiß. Okay, es war besonders heiß, weil Nakereba, weil nicht vorhanden war, Kokage, Schatten von Bäumen, Baumschatten. Und dann, obwohl der Wind Imijiku Fuku, also obwohl der Wind stark wehte. Und dann einmal in schönem Deutsch, obwohl es sehr windig war oder obwohl der Wind stark blies, war es sehr heiß, weil es keinen Schatten von Bäumen gab oder keinen Baumschatten gab. Genau, das wäre der Satz. Habe ich nochmal alles schön irgendwie benannt, wie man es benennen sollte. Ich versuche in Zukunft noch ein bisschen mehr darauf zu achten, dass ich nicht nur immer die gleichen Sachen sage, sondern dass ich auch nochmal Wiederholungen mache. Hier ist ein Dosi, da ist ein Nisi, da ist ein Fukushi und so weiter und so fort. Kriegen wir aber hin. Ansonsten denke ich, sollte der Satz kein Problem darstellen und dann würde ich damit jetzt auch das Do, Lomo, To, Tomo Kapitel abschließen und als nächstes zum nächsten Sushi übergehen, nämlich zum Tee. Das hatten wir schon relativ oft und es wird Zeit, dass wir es endlich mal explizit besprechen. Gut.